So Leute, willkommen zur dritten Folge FIEF. Wir sind hier in diesem komischen Hütte stehen geblieben, im Juwelier. Und ich war gerade voll in Stress, daran kann ich mich noch erinnern. Deswegen versuche ich mich jetzt mal zu beeilen. Oh, das ist eine gute Idee, mal reinzugehen. Eigentlich nicht wirklich, aber egal. Ist einfach nur unnötig gerade. Schleich, verdammte Scheiße. Du kannst nicht einfach rumstehen. Okay, wir müssen eigentlich nur noch darüber die Maske kriegen. Sonst. Diese wirklich. Stadt. Jedes kleinste Teil muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Das muss dann auch wieder nicht sein. Oh Gott. Er guckt direkt hierher. Oh Gott, oh Gott. Den ganzen Tag schärfe ich meine Klinge für nichts. Schnell, 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 schnell. Nicht dein Ernst, hör auf, hör auf. Verdammte Scheiße! Jetzt bitte schnell handeln, schnell handeln. Lauf nicht weg! Verdammt, der Bursche ist schnell! Das ist nicht dein Ernst. Fünf Goldstücke, dass ich dich finde! Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Hör auf mich zu suchen. Hör auf mich zu suchen. Ich muss zugeben, in der Situation bin ich eher wie Aaron und würde lieber die Menschen hier töten. Das muss ich wirklich mal zugeben. Denn darauf hätte ich keinen Bock, hier nur rumzuschleichen. Okay, er sucht mich gleich nicht mehr. Oh, das ist furchtbar. Er ist immer noch hier. Guck mir in die Scheißaugen. Huscht hier jemand herum? Nein, das war nur ein Scherz. Guck mir nicht in die Augen. Nee. Nee. Das müssen wir nochmal probieren mit der Maske. Also ich muss auf jeden Fall möglichst schnell das Schloss knacken. Und dann ganz schnell wieder weg. Oh nein, ist hier der Speicherpunkt. Aber sonst war es schon ganz gut, wie ich angefangen habe hier vorne. Dass ich hier so rumgeschlichen bin. Das war schon eine gute Idee. Ich hätte nur sofort früher anfangen müssen. Das Schloss noch lang. Ich sehe auch gerade da oben. Hier kann ich oben lang laufen. Ich weiß noch nicht, was es mir bringt. Ah, kann ich da weiterlaufen? Okay, alles klar. Ich brauche eine Pause. Aber erstmal brauche ich diese Maske. Sobald er jetzt losläuft. So, und jetzt im Schloss. Jetzt ganz schnell. Komm, wo ist es? Wo ist es? Leck nicht, leck nicht! Oh Gott. Spricht hier jemand umher? Ich sehe dich, Dean! Komm sofort raus! Hey! Eindringling! Oh ja! Scheiße! Oh mein Gott! Ich bin nicht so leicht zu. Fuck. Das haben wir wieder mal verkackt, aber wir waren schon recht schnell, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, ich probiere es einfach nochmal, denn ich glaube, aus diesen Situationen hier komme ich nicht raus, wenn ich schon so gejagt werde. Das wird wahrscheinlich nichts. Aber ich war schon so scheiße nah dran. Ich kann es auch so machen, dass ich erstmal knacke. Knick-knack und so. Erstmal das Schloss knacken und dann erstmal weggehen und nicht direkt klauen. Weil ich glaube, das schafft man in der Zeit kaum. Den ganzen Tag. Ja, ich glaube, so mache ich das. Klinge für nichts. Lieber sicher als gar nichts. Als gar nichts schaffen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht jetzt schon dahin gehen könnte, aber ich glaube nicht. Er guckt sich hier ein bisschen um, wenn er hier steht. Ja, da hätte er mich gesehen. Okay. Alles klar. Lauf los. Knacken. Wo ist es? Weg, 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 weg. Schleicht hier jemand umher? Bitte sag mir, dass hier jetzt nicht jemand kommt. Okay. Ganz ruhig. Ist da jemand? Ganz ruhig. Bitte komm mir nicht rein. Scheiße, Alter, das ist heftig. Ich bin vermutlich nur übermüdet.
Okay, gut. Halt dich bereit. Voll krass, dass die Tür hier auch gerade aufging, als ich vorbeigelaufen bin im letzten Mal. Das war heftig. Oh, scheiße. Bei allen toten Göttern. Läuft der gerade? Jetzt. Jetzt Klaus. Die Juwelen sind Klaus. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Ich glaube, ich gehe jetzt mal da hoch. Ich vermute mal, dass das der Ausgang sein wird. Jetzt bloß nicht entdeckt werden. Ich glaube, es war ganz schön knapp. Ich brauche was zu trinken. So, sehr schön, wir sind draußen. Soll ich hier runter? Ich weiß gerade nicht, wo ich überhaupt hingehen soll. Ich fürchte, ich bin hier vielleicht doch falsch. Warte, kann man speichern? Ja, sehr schön. Dann speichern wir erst einmal. Und dann können wir ja laden. Und ich guck mal, was hier unten ist. Was war das denn für ein Geräusch? Hier ist so ein Comic oder so, wenn man sich verletzt. Denn ich würde, ehrlich gesagt, lieber hier jetzt durchgehen, als da oben irgendwo aus dem Fenster zu kratzen. Also anstatt nochmal da in den Juwelier reinzugehen. Ja, wo ist denn das Auto? Ich glaube, Schlossknacken kann schon noch recht schwer werden, wenn ich das jetzt so sehe. Wie sensibel es schon ist, also wie schnell man wieder dran vorbei ist. An der richtigen Stelle. So. Ich muss auch lernen, die Türen wieder zuzumachen. Alles so zu hinterlassen, wie es war. Das ist nämlich auch ziemlich wichtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch geht, hier unten zu laufen. Also solange ich da hinkomme, wo das Ziel ist, sollte es ja funktionieren. Aber die Frage ist, komme ich da hin? Boah, ich glaube schon, sonst würde man da ja nicht rausgehen können. Sonst wäre das irgendwie unlogisch. Naja, wohl, ich weiß nicht. Ich brauche mal meine Fokussicht. Oh, jetzt leckt es aber dermaßen. Nee, hier ist irgendwas sowas. Dann komme ich hier ja gar nicht weiter, wie es aussieht. Ist ja scheiße. Ich glaube, ich muss da wirklich wieder rein. Aber gut, ich habe da gespeichert. Ja. Nein, Speicherslot will ich. Hä? Was will der? Ich raff das gerade irgendwie nicht. Hier. Eigene Speicherung. Ja. Okay. Auf jeden Fall kann ich ja da immer wieder weiterspielen, von daher habe ich ja genug Versuche. Und dann kann ich das ja ruhig nochmal probieren hier durch. Denn ich habe echt Angst hier zu verkacken, dann wäre es ja irgendwie weg. Ach so, das war nur ein Ausgang von vielen. Oh mein Gott, ja, das hätte ich auch früher sehen können. Okay, jetzt war doof. Ah nee, hier geht's gar nicht weiter. Ich habe gedacht, hier wäre ein Fenster zum Rausgehen. Ach, hier ist die Treppe, da muss ich hier hoch. Oh, ich höre schon jemanden gehen, glaube ich. Oh ne, der schläft. Immerhin etwas, wenigstens schläft er. Hier würde ich gerne nochmal speichern. Geht aber zum Glück recht schnell. Okay. Also eins weiß ich jetzt auf jeden Fall, sobald Leute pennen, bemerken die nicht so schnell. Das weiß ich jetzt. Ist hier jemand? Es funkelt hier so verlockend, als wäre es eine Falle oder sowas.
Brieföffner. Oh ja. Oh ja. Ich hatte gar nicht so unrecht. Oh Scheiße. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, geht es kein zurück. Ach, der Vogel hat mich bemerkt, nicht die Frau. Scheiße, der Vogel schlägt den Arm. Das ist der gleiche Raum. Alles finde ich gut. Ich bin ja hier im Schatten. So, ich gehe dann nochmal hier drüben in den Raum und dann war's das. Dann flüchte ich. Nicht dein Ernst? Mach doch nicht das Licht an! Was ist denn das, ey? Doch, einfach so das Licht an. Ich drücke nur überall, was man benutzen kann, ey. Ist nicht meine Schuld. Okay, ich gehe dann jetzt einfach. Bin ich erstmal in Sicherheit. So. Zeitung. Ein neues Dokument. Okay, kann man nicht durch. Hier kann man rein. Ich höre Stimmen, ach du Scheiße. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Vielleicht sind es auch die Stimmen in meinem Kopf, das kann auch immer sein. Wer weiß, wer weiß. Mir sicher gerade gar nichts, das man mitnehmen kann. Das haben die aber nichts. Hä? Hä? Ach hier. Verzweifelt nach einer Tür suchen. Alter Herr erinnert dich noch an das Feuer von Felbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder weil er doch der Tag zur Nacht wurde. Wie abgelesen wurde, Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Die Straßen haben schon. Ich finde dich und dann geht's an den Galgen. Na ja, toll, jetzt ist meine Flasche schon weg. Ich weiß, dass da jemand ist. Wo bist du? Ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschaut. Oh, tut mir leid, Ma'am. Die sollen jetzt weggehen, Mann. Ich hab keine Flasche mehr. Okay, die machen sich über die Bewohner lustig. Ist ja schon. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht nicht meine Chance war, da durchzulaufen, weil die abgelenkt waren. Beziehungsweise ich frage mich auch, ob mich die Zivilisten hier alarmieren würden, weil die werden ja unterdrückt von denen. Also eigentlich sollten die nicht auf deren Seite sein. Fragen über Fragen. Oh, ich bin ja eigentlich hingegangen in Hoffnung, die sind Flaschen, aber hier sind keine. Ach, die sind eh gegangen. Okay. Hier pfeift noch jemand. Die Lage ist noch gefährlich. Boah, wir müssen schon gehen, ne? Da kann ich hochklettern. Ja, das, ich mag, hab's irgendwie lieber irgendwo oben lang zu laufen. Als hier unten direkt neben denen. Der Baron hätte wegen der Abriegelung eine seiner Ansprachen halten sollen. Die Leute lieben gepfefferte Reden. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Ich falle da jetzt runter. Das wäre richtig scheiße gewesen jetzt. Ja krass, was soll das für eine Stadt sein, wo hier alles so verbunden ist, ey. Abgeschlossen. Die Abriegelung. Ach, das sind so Missionen unterteilt. Das war die erste Mission. Okay, das wusste ich nicht. Statistiken. Gefundene Sammlerstücke, 1 von 4.
Ja, okay, ist nicht wirklich gut. Ach, Taschendiebstähle kann man ja auch noch machen, stimmt ja. Ja, also man kann Leute schon K.O. schlagen, ich weiß noch nicht wie. Ich glaube, das war mit Q, das hätte ich mal probieren können. Naja, egal. Na, okay. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich nicht Leute K.O. schlage oder töten. Ja, obwohl K.O. schlagen ist ja schon okay, aber töten muss nicht sein. Ich würde sagen, die Folge war zwar etwas kürzer, aber ich werde jetzt, da es ja in Missionen untergeteilt ist, wahrscheinlich eine Mission pro Folge machen, wenn es zeitlich stimmt. Wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Also bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.